Ja, wenn wir uns daran erinnern, im letzten Video ging es darum, dass wir irgendwie Schichten bilden wollten, unsere Netzwerke strukturieren wollten und genau da machen wir jetzt weiter. Wenn wir also unsere Kommunikation erstmal so als Ganzes sehen würden, dann wäre das eine ziemlich komplexe Sache. Und deswegen hat man sich in Netzwerken, um das auch so ein bisschen besser managen zu können, eben dazu entschieden, das einmal aufzusplitten. Und zwar haben wir sogenannte logische Schichten, das haben wir in diesem Schaubild auf der linken Seite, und wir haben die physikalische Schicht oder die physikalischen Schichten, das haben wir auf der rechten Seite, und wir sehen da schon so ein kleines Messer, mit dem wir das auseinandergetrennt haben. Das können wir noch in weitere kleine Scheibchen teilen, und deswegen spricht man dabei auch von der Salami-Taktik. Und wie sich das genauso verhält, ein ähnliches Beispiel hatten wir in den letzten Sessions schon gesehen, wenn also zwei Kommunikationspartner in irgendeiner Weise Nachrichten austauschen wollen, dann muss das natürlich geregelt werden. Und genau das sehen wir jetzt hier auch. Ja, hier geht es jetzt wieder darum, dass eben zumindest zwei unterschiedliche Sprachregionen, zwei Menschen sich aus unterschiedlichen Sprachregionen austauschen wollen. Das heißt also, wir haben hier jemanden aus Südamerika, der mit jemandem aus Europa sprechen will, und wir haben es vorhin schon erlebt in einem anderen Beispiel, in diesem berühmten Eagle-Beispiel, dass da zumindest eine weitere Schicht, die Übersetzerschicht, benötigt wird. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Informationen beispielsweise geheim, also privat übertragen werden sollen, dann bräuchten wir eine weitere, nämlich eine Sicherungsschicht, die dafür sorgt, dass das Ganze beispielsweise verschlüsselt wird. Und im Endeffekt, gut, auf die Distanz zu rufen hilft auch nicht. Wir brauchen irgendein Medium, wo wir das Ganze übertragen, also letztlich auch so eine Form der Übertragungsschicht. Und wenn wir das Ganze jetzt mal betrachten, dann wird auf einmal aus einer horizontalen Kommunikation auch eine vertikale Kommunikation über die einzelnen zusätzlichen Dienste, die ich benötige, nämlich einen Übersetzerdienst, dann einen Verschlüsselungsdienst und letztlich auch einen Übertragungsdienst. Und in dem Bereich ist die Kommunikation vertikal, dann geht sie über eine Übertragungsschicht und kommt beim Empfänger auf derselben Art und Weise wieder in umgekehrter Reihenfolge an. Und das Ganze können wir jetzt in ein abstraktes Schichtenmodell übertragen. Also wir haben beispielsweise auch zwei Anwender. Es müssen Anwendungen, es müssen nicht unbedingt Personen sein, sondern können auch Anwendungen als solches sein. Und wenn die beiden sich untereinander austauschen wollen, brauchen wir auch wieder irgendwie eine darunterliegende Möglichkeit der Dienste, die dafür sorgt, dass die beiden sich auch verständigen können. Das kann eben unter Umständen beliebig kompliziert sein. Das heißt, wir haben da wieder einen vertikalen Kommunikationsbereich, über den das Ganze stattfindet. Und abhängig davon, wie komplex jetzt dieser Austausch der Daten ist, habe ich eben eine Reihe von unterschiedlichen Schichten mit sogenannten Diensten und mit diesen sogenannten Service Access Points, also mit diesen Zugriffspunkten dieser Dienste. Und wenn wir das mal uns ein bisschen genauer angucken, können wir hier mal so ein Beispiel rausgreifen, wie diese Dienste funktionieren. Also ein Dienstnutzer fragt bei einer darunterliegenden Schicht nach einem Dienst an. Das heißt also, die Menge einer solchen Funktionalität von Diensten, die nennen wir dann eben eine Dienstschicht oder Diensterbringerschicht. Und der Austausch dieser Daten erfolgt letztlich nach vorgegebenen Prozeduren. Und diese Prozeduren sind dann festgelegt in Form von Protokollen. Und die Daten werden eben über ein solches Interface, über einen solchen Service Access Point weitergegeben. Also wir können das hier mal uns anschauen. Wenn eine Anfrage kommt aus einer höheren Schicht, wird diese Anfrage aufgenommen und bearbeitet, wird weitergegeben unter Umständen an die gegenüberliegende Schicht als hier als Anzeige, da ist eine Anfrage, und diese Anfrage wird dann bestätigt und kommt dann letztlich auch bei dem Sender wieder an als Antwort, jawohl, ich habe diese Anfrage verstanden. Das ist eine Form der Darstellung der Dienste. Wir können noch eine weitere Form nennen, also zum Beispiel hier im Wegzeitdiagramm haben wir auch wieder auf der linken Seite den Dienstnutzer, auf der rechten Seite den Diensterbringer. Und wenn wir jetzt mal einen unbestätigten Dienst uns angucken, dann kommt eine Anfrage, die wird irgendwann übertragen, und da sehen Sie eben gestrichelt, es vergeht eine bestimmte Zeit, und nach dieser Zeit kommt dann die Anzeige, dass dieser Dienst angefordert wurde. Und wenn der unbestätigt ist, dann sind wir an der Stelle auch schon soweit fertig. Wenn es sich dabei um einen bestätigten Dienst handelt, kommt auch wieder die Anfrage, es vergeht die Übertragungszeit, und der Diensterbringer wird dann bestätigen, dass er diesen Dienst erbringt, nämlich eine Response. Und auch da brauche ich natürlich wieder eine gewisse Übertragungszeit, bis das Ganze dann beim
Empfänger ankommt, bis dieser bestätigte Dienst bestätigt wird übers Netz.